Naja, wir könnten ja jetzt tatsächlich mal bei unserer Ausrüstung ein bisschen weitermachen. Wir haben ja Level 57, wir machen das jetzt einfach mal. Bis Rikulat und Laren die hier kommen und dann, keine Ahnung, was wir dann machen. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich hatte hier Haltbarkeit 3, Effizienz 5, Glück und Reparatur. Genau, Effizienz 5, Haltbarkeit 3, Reparatur, Effizienz 5. Dann habe ich hier Glück 3 und hier dafür Behutsamkeit. Das heißt, ich habe die besten Spitzhacken schon. Ich glaube, ich hatte auch die beste Schaufel schon. Effizienz 5, Haltbarkeit 3, Reparatur und hier Behutsamkeit. Und hier Effizienz 5, Haltbarkeit 3, Reparatur und Glück 3. Wir haben die besten Spitzhacken, wir haben die besten Schaufeln. So. Und ich glaube, ich wollte weitermachen mit dem besten Schwert. Da habe ich hier einfach nur Band 3 und hier Verbrennung 2. Oh, das ist aber auch ein schönes Schwert. Plünderung 3, was habe ich denn hier drauf? Verbrennung 2 ist bei beiden drauf. Haltbarkeit 3, Reparatur, Plünderung 3, Rückstoß 2, Schärfe 4 und hier Schärfe 5. Ah, wisst ihr warum, Leute? Das ist meine Rüstung, die ich damals wegen einem Bug verloren habe, nicht wiedergefunden habe. Und die ich mir dann hergecheatet habe und dann knapp 1000 Folgen später durch ein Wunder wieder entdeckt habe. Also, da müsst ihr wissen, Leute, es gab mal einen Bug. Wenn man da durchs Nether-Portal gegangen bin, konnte es sein, dass man irgendwo in der Luft gespawnt ist. Kein Nether-Portal, gar nichts, aber man ist da gespawnt, runtergefallen und gestorben. Und normalerweise habe ich das immer überlebt. Aber da bin ich halt dann tatsächlich mal gestorben. Und ich war irgendwo im Nirgendwo. Keine Ahnung, wo ich da war. Und ich habe versucht, das zu finden, aber durch einen zweiten Bug. Nämlich, dass die Gegenstände einfach unsichtbar waren. Ich muss also tatsächlich rumlaufen und hoffen, dass ich sie einsammle. Und das habe ich nicht gefunden. Ich habe sie nicht gefunden, Leute. Und irgendwann, als ich gedacht habe, okay, jetzt sind sie mittlerweile despawned, habe ich mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, wegen zwei Bugs habe ich meine gesamte teure Ausrüstung verloren. Nein, das nehme ich nicht hin. Und habe sie mir wieder hergecheatet, genauso wie ich sie hatte. Und das ist ich habe sie dann über 1000 Folgen, Leute, über 1000 Folgen später. Anscheinend bin ich nie wieder in diesen Chunk reingekommen, sodass die Ausrüstung tatsächlich noch da war. Also ich dachte, sie wäre despawned, aber sie war nicht despawned. Ich war anscheinend nicht mehr in der Nähe, sodass der Chunk nicht geladen war. Und über 1000 Folgen später, in der neuen Version, wo dieser Unsichtbarkeitsbug auch wieder weg war, bin ich zufällig dran vorbeigekommen und habe meine Ausrüstung von damals gefunden, Leute. Und das ist halt die hier. Und da ist auch hier eben dieser Bogen hier mit Effizienz 3, Leute. Also das ist genau der gleiche. Habe ich zweimal. So, und jetzt habe ich hier bei Schärfe 5. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas draufkommen soll. Oder ob das schon fertig ist. Aber ich glaube, ich hatte es schon vorbereitet, oder? Da ist noch Stärke 4 und Schwungkraft 3. Ich habe da keine Schwungkraft drauf. Stärke ist ja für den Bogen. Ich sehe mal im Wiki nach. Verzaubern. So, hier gibt es alle Verzauberungen. Band lässt sich ja nicht mit Schärfe kombinieren. Was hätten wir dann noch? Hacken gibt es. Aha. Buddy joined your channel. Ach, sie kommt nur in Combat Test. Ah, hallo! Ich weiß, dass du da hallo. Bist, Rikulat. Ja, ich musste erst schauen, ob ich den, ob ich Knopf eingedrückt habe. Hallo! Ich hab's doch noch geschafft. Schön!
So, ich schaue nur mal kurz was nach. Ich bin nämlich gerade am Verzaubern. Oder am Überlegen, was ich verzaubere. Was hast du denn heute Schönes angestellt? Ich habe mich reich werden lassen. Ich habe mein Vermögen für 1,6-facht fast. Schärfe 5 haben wir schon. Schwungkraft 3. Okay. Ja, Leute, Schwungkraft 3 ist das Einzige, was hier noch fehlt. Ach, da unten ist, steht sogar Schwert und was da geht. Oh Mann, ich suche hier die ganzen Verzauberungen durch, Leute. Was alles aufs Schwert geht und da unten würde es stehen. Oh. Okay. Also beim Schwert haben wir nur... Es gibt drei beste Schwerter, nämlich mit Schärfe, mit Bann und mit Nemesis der Gliederfüßer. Und wenn wir jetzt Schwungkraft 3 noch drauf verzaubern, haben wir das beste Schwert mit Schärfe. Haben wir... Schwungkraft irgendwo so? Nein, sieht nicht so aus. Ich glaube, sonst hatte ich ja irgendwo... Hatte ich nicht mal mehr? Ah, ich hatte mehr. Bist du daheim? Bin bei mir zu Hause, ja. Ich würde aber, wenn ich hier fertig bin, dann bei dir vorbeikommen. Dauert nicht mehr lange. Ich will das nur noch kurz fertig sehen. Ob ich noch irgendwo Schwungkraft auf einem einzelnen Zauberbuch habe. Hier hätte ich Schwungkraft und Feuerschutz 3. Das ist mir Stärke aber tatsächlich weniger wichtig. Hauptsache hier ist Narandias Hund im Brot. Ja, der ist da reingekommen. Okay. Also Leute, wir nehmen tatsächlich das Buch dann. Es kann sein, dass wir dann Stärke auf dem Schwert haben. Ah, das macht er nicht. Das ist genauso wie unsere Effizienz auf dem Bogen. Müssen wir mal nachrechnen, wie viel das kosten würde. Okay. Rikulat, ich komme jetzt vorbei. Yay. Ich stehe an meinem Uferpier, wo der Hund im Boot ist. Okay. Bin da. Ach du Scheiße. Und gleich zu Beginn? Wollte ich dir ja schon ewig überreichen. Ach ja, ich weiß. dann darfst du das gerne tun. Ich habe dich jetzt in Creative Modus gesetzt. Kann sein, dass es ein doppeltes ist. Dankeschön. Ja, ich habe es gerade gesehen. Nein, habe ich nicht. Gerne. Mit Reparatur sogar, Leute. Cool. Ich habe es dir extra schön verzaubert. Dankeschön. Enthaltbarkeit so. Und Entladung. Geil. Entladung war doch der Blitzzauber, oder? Ja, genau. Damit kannst du eben Creeper verzaubern und so. Geil. Leute, wir können jetzt Köpfe sammeln. Ich habe das auch gemacht, weil Narandia brauchte ja einen Creeper-Kopf für ihre Verzauberung. Und da habe ich da drüben auf der Insel, also auf der Brücke zum Dorf. Ach, so muss man das warten. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt zu fliegen. Hm. Ich kann nicht runterfliegen. Shift. Ah, sehr schön. Da war ich hier auf der Ding und dann waren hier zwei Creeper. Und dann habe ich auf den einen, da war halt Gewitter und ich dachte so, okay, Abfahrt. Ich habe das auf den einen geschmissen. Ah, nein, du musst jetzt, glaube ich, sogar zwei. Der eine Creeper muss ja den anderen aufgeladenen Creeper explodieren lassen. Dann war ich hier auf der Brücke eben. Na, jetzt geht's runter. Genau. Dann hier und dann denke ich mir, okay, ich schieße ihn mit dem Bogen drauf. Und es hat so einen Knall gegeben, dass ich mit voller Diamantrüstung und so einfach auf einem halben Herz war. Also gerade so, dass ich überlebt habe. Und das hat übelst, die Zombies dahinter, die hat einfach weggefetzt und so. Das war ohne Scheiß. Also das habe ich noch nie erlebt. Aber zum Glück habe ich gerade überlebt und dann ist ein Creeper-Kopf eben gespawnt. Ich habe das auch noch nie überlebt. Also tatsächlich ist es so, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein geladener Creeper, wenn explodiert, dann lassen Monster eben ihre Köpfe fallen. Mit einer, ich weiß nicht immer, oder mit einer Wahrscheinlichkeit, irgendwie sowas. Es ist tatsächlich, glaube ich, sogar 100%, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube auch, weil es ist schon schwierig genug, einen geladenen Creeper zu bekommen. Ja. Oder ja, war zumindest früher. Mittlerweile mit der Entladungszauberung ist es ja möglich. Okay, Rikulat, dann machen wir doch mal weiter mit unserer Show. Wir zeigen unsere Welt. Was hast du denn alles gebaut? Genau, also wir fangen nur kurz an.
Ich gehe halt einfach nur im Detail. Ich habe jetzt die ersten Folgen ja gesehen, wo du mit Lara und dir unterwegs warst. Genau, ich habe halt hier diese Brücke eben gebaut als Übergang rüber zu Caffrey und Fireline. Meine Ach, Tochter, die Brücke hast du gebaut? Die habe ich gebaut, ja. Ah ja. Und genau, ich will hier sowieso, ich weiß nicht, ob ich da meinen Pfad noch ausbaue und so. Mich nervt auch allgemein die Struktur mittlerweile von dem Dorf, weil ich will das ein bisschen vereinheitlichen. Ihr habt gesehen, ihr habt das ein bisschen angeschaut. Deswegen habe ich ja auch das letzte Haus gar nicht mehr weitergebaut gehabt. Und ich habe halt hier eben, da habe ich gesehen, du hast das letzte Mal eh durchgeschaut. Da muss ich gleich sagen, der hier hat auch einen Namen, er heißt James. Ja, er heißt James. Aber irgendeiner hatte keinen Namen. Ich habe sogar den Block weggemacht. Das war der hier. Den hast du nicht erreicht, das weiß ich noch. Ich habe es nur extra gemerkt. Ich habe aber extra den Block weggemacht und bin auf ihn hin. Also eindeutig. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen, aber du hast es nicht hingekriegt. Hättest halt oben schnell einen weggemacht, dann wärst halt reingekommen, wäre jetzt anders schon. Stimmt, ja, ich hätte überall rein, übers Dach rein können. Mist, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Naja, und ich habe halt hier einen Haufen gelehrt, eben für meine Verzauberung und auch für Bücher und so, dass ich halt eben auch Smaragde erzeugen kann. Sowas. Und ich habe gesehen, hier hinten habe ich mal so ein Steinmetz reingetan. Und der kauft mir sogar meine Steine und alles ab. Das ist richtig gut. Das habe ich auch heute erst gesehen. Also das habe ich, während ich hier mein Reichtum vergrößert habe, ist mir das auch aufgefallen. Das habe ich in der Aufnahme gesagt. Und mein Gedanke war hier, ich habe ja angefangen, das Dorf zu bauen, dass ich eigentlich an jedem Haus, deswegen ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass jedes Haus in so einen Baum reinragt, zumindest die meisten. Weil ich wollte halt dass es halt immer so irgendwie mit dem Baum konform geht und so. Aber ich glaube, ich werde so das Dorf mal, wenn ich mal Urlaub habe, wieder so komplett abreißen. Also nach und nach natürlich mit einem einheitlichen Stil machen. Weil mich nervt das langsam, dass es so viele unterschiedliche Sachen hat. Das war halt einer meiner ersten Projekte und ich merke halt mittlerweile, dass das durcheinander gewürfelt ist. Besonders auch da hinten. Da hast du gesehen, da ist ja halt irgendwie so eingefallen, da bist du ja reingeflogen auch und so. Und das nervt mich auch, das habe ich auch schon immer wieder vergessen aufzufüllen, weil das war eigentlich nicht absichtlich, dass das so ist. Das ist uns aufgefallen. Ja, genau. Und ich habe gesehen, du bist dann extra nicht runter in den Bahnhof, der hat dich ja das letzte Mal schon fasziniert. Ja, also ich wollte halt wissen, was das ist und hab dann gesehen, ist der Bahnhof, bin wieder raus. Genau, ich hab halt vor, dass ich halt zumindest, hier ist eine Verbindung halt rüber zu Caffrey und Fireline. Und da hab ich eh eine Frage. Ihr müsst übrigens die Schilder aktualisieren. Ja, das wollte ich halt fragen, weil mir persönlich ist es egal, ob mein echter Name da im Let's Play vorkommt oder nicht. Aber wenn dir das wichtig ist, dann ändere ich das. Mir wäre es schon wichtig, ja. Ja gut, dann mach ich das dann noch. Wenn ihr untereinander im Let's Play so mit euren echten Namen reden wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Aber auf den Schildern sollten natürlich schon die Ingame-Namen sein, finde ich. Alles klar. Und zumindest ich möchte auch immer mit meinem Ingame-Namen angesprochen werden. Ja, das ist mir klar, Winder. Ich habe es extra vorher noch 10.000 Mal geübt, dass ich gar nicht falsch mache. Genau, das ist halt die kleine Bahnstrecke jetzt hier zu meinem Bahnhof. Ich habe schon gehört. Ja? Ist denn die Strecke zu Caffrey und Fireline auch schon fertig? Ja, tatsächlich schon. Wenn du willst, können wir die gerne mal abfliegen oder so. Ja, können wir gerne machen, aber nur bis zu dem Punkt, wo wir dann sie erreichen. Ja gut, du siehst da unten nichts. Es kommt eben Untergrund raus. Also. Weil ich möchte ihre Sachen ja noch nicht zeigen, bevor sie noch nicht da waren. Hast du die Bahn gebaut oder waren das Caffrey und Fireline? Nein, das habe ich tatsächlich komplett selber gebaut. Ich habe das einmal mustermäßig gemacht. Wo geht's denn da runter? Achso. Das ist der Weg. Und das habe ich so, ich habe immer 100 Blöcke ausgehoben. Ich habe dann immer 100 Blöcke Ding. Ich habe immer solche Öffnungen gelassen, wo ich dann halt so Mineneingänge gemacht habe oder so. Damit ich halt die Ressourcen auch irgendwann mal rausholen kann, wenn es ist. Also ich muss sagen, deine Bahnstrecken gefallen mir hier. Ja, das hat mir auch, da habe ich mir auch extra Mühe gemacht. Das habe ich damals im Urlaub gemacht. Und ich habe da, glaube ich, 2 Wochen hingearbeitet, natürlich mit Unterbrechungen. Genau, und es geht dann so weiter. Hier oben geht es tatsächlich sogar zu Mob-Spawnern. Genau. Hier geht es zu einem Zombie-Mob-Spawner, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich höre zumindest Zombies. Genau, das habe ich halt jetzt zugebaut.
Mhm. Ah, ich häng fest. Und hier habe ich. Das ist komplett zugebaut. Ja, ja, damit das ist ein Creeper raus drin. Das liegt daran, weil ich hier unten auch abgebaut habe und so. Mhm. Du weißt schon, dass wenn du an jeder Seite eine Fackel ranmachst, dass die nicht spawnen kann. Ja, das weiß ich. Ich habe halt eigentlich da unten, wo der Zombie drin ist, so ein Loch, wo ich hier unten das unterste aufmache und die dann killen konnte. Deswegen habe ich eigentlich das Ding dunkel gelassen. Okay. Warte, wenn wir hier sind, also wenn ich kurz sehen will, ich weiß nicht. Ich habe hier nur in so einem kleinen. Was ist denn jetzt hin? Ich bin wieder auf dem Weg nach oben. Ich weiß nicht, auch wo ich das Let's Play angeschaut habe, wo du mit Larendir unterwegs warst. Auf einmal warst du mal irgendwo anders, Larendir erzählst und du bist schon komplett woanders. Hier habe ich nur so ein, kleines Lager, wo, wenn meine Tochter online ist, dass ich da ein bisschen hier auch grabe oder so. Nebenbei. Mhm. Und das ist auch eigentlich, ich hatte auch überlegt, ob ich das inzwischen Lager für sieht und so weiter mache, weil mein Lagerplatz davon schon aus allen Nähten natürlich. Was Andesit? Ja, Andesit, Diorit und Granit, der ganze, du weißt schon, im Bruchstein so. Guck mal, wo wir rauskommen. Ah, lol, auf halbem Weg. Ich bin froh, dass du das gar nicht gesehen hast, wo du hier rübergeflogen bist. Also mir ist natürlich aufgefallen, dass hier Lichter ist und wofür der Zaun hier ist. Ja, das war ein Zwischenlager für mein Pferdchen. Und ich hatte auch das hier gesehen. Aber den Gang hier rein, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich sehe schon, sollte auch ein bisschen geheimer sein, aber. Genau. So, dann fliegen wir mal weiter. Jetzt bin ich falsch abgebogen. Und hier hinten. Nein, oder doch? Ich weiß jetzt nicht genau. Auf halbem Weg stecken geblieben. Ja, das ist mir öfters mal passiert, dass irgendwo auf einmal Loren sind. Also hier hinten ist auf jeden Fall noch ein Spinnenspawner. Sag dreimal schnell hintereinander Spinnenspawner. Spinnenspawner, Spinnenspawner, Spinnenspawner. Okay, gut. Spinnenspawner, 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 Spinnenspawner. Wo ist das Problem? Du spinnst. Nein. Auf jeden Fall, ich habe hier dann gemerkt, dass ich hier in so eine Minenschacht reingebaut habe und habe mir gedacht, ich übernehme das Design einfach und mache damit weiter. Das hier ist noch ein Überbleibsel, weil ich hier so eine Schmelzstation zwischen reingebaut habe, weil ich dann Stein gebraucht habe. Das habe ich mittlerweile einigermaßen abgebaut. Ah, okay, ich habe den Zaun noch, das werde ich auch noch wegbauen. Das habe ich nur gemacht, damit da keine Monster kommen, weil das hat mich dann aufgeregt. Genau. Ja. Aha, ach, das ist ja kein Spinnenspawner, das ist ein Höhlenspinnenspawner. Nein, den meinte ich nicht. Ich habe hinten wirklich noch einen Spinnenspawner. Du sagst immer Spinnenspawner. Statt Spinnenspawner. Ja, weil. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und da war halt hier. Ich habe halt hier so eine Art Station reingebaut, dass wenn ich mit der Lore halt ankomme, hier starte erstmal, mein Zeug holen kann und dann weiterfahren kann. Ah ja. Und das hast du abgebaut und es ist veraltet oder wie? Ich habe. Ja, ich habe überlegt, ob ich hier doch die Station nochmal hinbaue, falls man hier graben will oder so, aber das wusste ich noch nicht, da habe ich dann Verlust mehr gehabt, muss ich ehrlich sein. Aber das ist ja deswegen nicht weg. So, dann fliegen wir weiter. Jetzt kommen eigentlich ein Haufen Tunnel. Eben lange. Es geht ja über 1500 Blöcke. Hier ist aber schon eigentlich klar, dass ich für Bahnstrecken hier auf der Welt eigentlich verantwortlich bin, oder? Ja, das weiß ich. Ich habe dich aber gefragt damals, das weiß ich noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da ja gesagt habe. Beziehungsweise, dass ich dir genau das gleiche nochmal gesagt habe. Wie gerade eben. Doch, du hast es gesagt. Du hast zu mir gesagt damals. Das sind auch zwei Leute. Ach, ich glaube, da war ich mit Feilina unterwegs. Auf jeden Fall, bleib jetzt einfach hier stehen, wenn du da schaust. Das ist ein Ampermin. Du hast damals gesagt, ja, solange ich deine Bahnstrecke nicht behindere, kann ich das definitiv tun. Und wie gesagt, und falls du dann doch eine Bahnstrecke da baust, soll ich dir dann abbauen. Und das habe ich halt in Kauf genommen. Okay, das hört sich dann doch irgendwie nach mir an und das ist akzeptabel. Genau, und ich habe da auch kein Problem mit, bei meinem muss ich halt abbauen, weil ich habe ja, wie gesagt, verstanden, was du mir damit sagen wolltest. Ich habe auch extra hinten, deswegen geht es auch so nach und nach erst runter, dass ich auch ja nicht mit dem Leuchtturm in Konflikt gerate, wenn du da die Station baust. Mhm. Genau.
Und hier, wie du siehst, hatte ich dann keine Lust mehr, das zu passieren. Weil mit das, ich glaube, ich war da schon eine Woche dran oder so. Und ich wollte halt dann, dass das so ein Übergang ist zu Kaffee und Melina, weil Kaffee hinten wirklich nur mit Stein gebaut hat, dass man halt dann merkt, okay, jetzt ist man langsam hinten. Jetzt kommt man bei, zu den, in die Steinzeit oder wie? Genau so ungefähr, ja. Ich meine, du kennst ja den Turm von Caffrey. Ja. Genau. Also wenn der du gefällt da weiter gehst, das ist jetzt der Gang von Faelina und Caffrey. Ah, das haben die jetzt schon gebaut. Also das ist genau. Deren Mine, glaube ich, oder? Du stehst jetzt quasi an der Grenze. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch so eine Zugverbindung zwischen den beiden. Mhm. Dann fliegen wir wieder zurück. Genau so ist es. Ja. Übrigens, ja. Leute, falls ihr euch fragt, warum sind hier überall die Lorenen geblieben? Caffrey und Faelina und Rikrat und Larendir, die wohnen natürlich einigermaßen auseinander, sodass zwischen ihren Wohnorten einige Chunks nicht geladen sind, und wenn da Loren reinkommen und ein Chunk nicht geladen wird, dann verschwinden sie da halt einfach. Beziehungsweise bleiben dort hängen. Ja, ein zweites Problem ist dabei auch, ich habe herausgefunden, dass man genau 20 bis 21 Blöcke mit Unterschied Aktivierungsschienen setzen kann. Und wenn da keine Menschen drin sitzen, fahren die Loren nur so ungefähr 10 Blöcke, wie du siehst. Aber wenn Menschen drin sitzen, pass auf, dann fahren die durch, dann funktioniert es. Warum, weiß ich nicht, vielleicht wegen mehr Gewicht, was weiß ich. Aber es ist einfach so. Hallo! Ja, keine Ahnung. Hallo! Es ist schön, dass ich es noch geschafft habe. Ich habe jetzt so schnell gegessen und so. Ich habe mir jedes Mal in den Arsch gebissen, wo du geschrieben hast. Und jedes Mal war ich nicht da. Dazu müsst ihr wissen, Leute, jedes Mal, wenn ich geschrieben habe, ich nehme jetzt auf, das ist ja fast spontan. Musste Rikula tatsächlich arbeiten und konnte nicht teilnehmen. Wir haben Stau. Ja, mach was dagegen.